Montag, 2. Februar aus dem Bundestag und es ist wieder Sitzungswoche und ich habe eingeladen den Ausschussvorsitzenden für Wirtschaft und Energie, den ehemaligen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer. Herzlich willkommen. Guten Abend. Sie waren lange nicht hier. Zu der Zeit waren Sie noch kein Minister, sondern waren CSU-Landesgruppenchef. Auch eine sehr große und wichtige Aufgabe. Ja, das ist in der Tat wahr. Damals in der ersten Auflage der Großen Koalition und deswegen haben wir für diese Große Koalition schon so etwas wie ein Rezeptbuch gehabt, wie man eine Große Koalition betreibt. Und viele der damaligen Hauptakteure sind ja heute noch dieselben. Also man braucht Erfahrung, um eine Große Koalition zu betreiben. Und diese Erfahrung, die nützt mir auch heute sehr. Als Ausschussvorsitzender. Aber ich will noch mal zurückkommen auf Ihren Job als Bundesverkehrsminister. Da hatten Sie natürlich ganz viel mit Berlin zu tun. Ich sage nur Stichwort Flughafen. Ja, haben Sie da noch schlaflose Nächte? Nein, überhaupt nicht. Da wird natürlich auch viel erzählt und bewertet, was vielleicht auch ungerecht ist. Das Bild, was vom Berliner Flughafen gezeichnet wird, also ich meine den Neubau, ist einfach verzerrt. Wenn man außerhalb Berlins unterwegs ist, in Deutschland, dann besteht bei den Menschen der Eindruck, dort in Schönefeld wäre nur eine Baustelle und es würde sich nichts bewegen. Das ist natürlich krass falsch, denn der Flughafen Schönefeld, so wie er jetzt betrieben wird, Schönefeld, ist der 8. größte Einzelflughafen in ganz Deutschland. Medorn, Hartmut Medorn macht dort einen hervorragenden Job. Der Flughafen Berlin insgesamt, Berlin-Brandenburg, Schönefeld und Tegel zusammen, ist ein hochprofitabler Flughafen. Das sind die wirtschaftlichen Wahrheiten. Das sagt und, der Bayer. Ja, das sagt, ja, Gott, wenn ich Berliner wäre, müsste ich es auch sagen. Ich kenne ja nur hier sagen Sie das nicht so oft, die Berliner. Also, ja, die Berliner, Sie kleingeschrieben. Ja, aber da muss ein Bayer daherkommen. Und auf diese ökonomischen Grundtatsachen, die betriebswirtschaftlichen hinweisen. Wissen Sie, es geht im Kern dort nur um die Fertigstellung dieses Zentralgebäudes, des Terminals. Alles andere ist Betrieb. Die beiden Landebahnen sind fertig. Der Kontrollturm ist rechtzeitig fertig geworden im April 2012, übrigens auch im Kostenrahmen. Die Parkhäuser stehen da. Es sind jeden Tag ungefähr 250 Flugbewegungen plus minus. Wir haben dort knapp 8 Millionen Jahrespassagiere. Hier in Tegel haben wir so um die 18, 19 Millionen. Also da ist richtig viel los. Es geht um die Fertigstellung von dem Gebäude, das auch zu 95% fertig ist. Und das sind also Dinge, die mit der Fliegerei nichts zu tun haben. Rauchschutzanlagen und Sprinkleranlagen. Aber ich bin sicher, ganz sicher, erstens, er wird fertig. Immer das Terminal gemeint. Und zweitens, wenn der mal 4, 5 Jahre in den neuen Gebäuden in Betrieb ist, dann werden alle sagen, Mensch, super. Das ist ein hochmoderner, toller Flughafen. Jetzt wie mit dem Hauptbahnhof. Da wurde auch erst gemeckert und jetzt finden sie alle toll. Sie meinen den in Stuttgart? Nein, in Berliner. Ja, bei Bahnhof. Sehen Sie, aber das ist doch jetzt auch interessant. Wenn Sie das Stichwort Bahnhof nennen, dann fällt mir erstmal Stuttgart ein, als ehemaliger Bundesverkehrsminister. So sehr hat man sich jetzt an den tollen neuen Hauptbahnhof in Berlin gewöhnt. Den tollen neuen Hauptbahnhof. Ja, na, ist doch ganz klar. Ja. Viele andere Städte in Deutschland und in der Welt wären stolz, wenn sie so einen Hauptbahnhof hätten. Aber darf ich Sie mal fragen, ob Sie was aus dem Nähkästchen plaudern dürfen? Wie war das denn als Bundesverkehrsminister, wenn Sie immer die Berichte bekamen über den Flughafen? Wurden Sie dann nicht gewarnt, dass da irgendwas nicht stimmt? Weil alle jetzt im Nachhinein sagen, haben wir gar nicht gewusst. Ja, natürlich. Wie ist denn das mit den Berichten, die man dann bekommt als Minister? Da muss man schon sauber unterscheiden, was unterliegt der strikten Geheimhaltung und der Vertraulichkeit und womit kann man womit kann man so an die Öffentlichkeit geben, dass man auch nicht falsch informiert in der Öffentlichkeit. Und wo endgültig war, dass wir nicht in Betrieb gehen können, so wie geplant, an dem 1. Juni habe ich dann an, weiß ich noch genau, an Anfang Mai eine SOKO BER eingesetzt, eine Sonderkommission BER. Und wir haben dann das Nötige an Maßnahmen ergriffen, um Klarheit zu schaffen, die nötigen Schritte einzuleiten, dass wir vorankommen. Aber ehrlich gesagt, damals hätte ich nicht gerechnet, dass wir Anfang 2015
mit dem Terminal immer noch nicht in Betrieb sind. Aber es läuft ja trotzdem. Wir haben mit Tegelinen hervorragend immer noch, es ist fast ein Wunder, funktionierenden Flughafen trotz aller Engpässe. In Schönefeld draußen läuft auch ein intensiver Betrieb, wie gesagt, von allen Verkehrsflughäfen in Deutschland, der 8. Einzelflughafen. Aber noch mal ganz kurz zurück, ganz kurz zu der Frage zurück. Wann haben Sie denn erfahren als Minister, dass das nichts wird mit der Eröffnung? Waren Sie der Erste, der das erfahren hat? Ich musste natürlich einer der allerersten sein. Das war innerhalb weniger Stunden, wurden informiert Wowereit als Gesellschafter, dann der Kollege Platzek und dann für den Bund. Der Bund ist ja mit 26% der dritte, der kleinere der drei Gesellschafter. Wir wurden so ziemlich gleichzeitig innerhalb von wenigen Stunden damals. Wissen Sie noch, was in Ihrem Kopf vorging? Ja, ich dachte, das kann wohl nicht wahr sein. Ich war natürlich, ich habe dann sofort unverzüglichst blitzschnell die zuständigen Spitzenbeamten, Staatssekretäre hergeholt und ja, der Rest ist dann bekannt. Ja, aber das verwundert doch immer alle Leute, dass sie davon wirklich so überrascht wurden, dass sie alle nichts davon wussten. Weil uns natürlich von der Geschäftsführung, die dann schnell entlassen wurde, immer das krasse Gegenteil gesagt wurde. Niemand von der politischen Verantwortung und auch keiner im Aufsichtsrat. Ich hatte damals, übrigens auch heute noch mit Bomber, einen exzellenten Vertreter meines Ministeriums im Aufsichtsrat. Die haben alle die richtigen und hinreichenden Fragen gestellt. Nur wenn man vom Management, von der Geschäftsführung keine ausreichenden oder sogar falsche Auskünfte bekommt, dann versagt irgendwo auch die Fragerei des Aufsichtsrats, der Kontrollorgane, der politischen Entscheidungsträger, weil irgendwo ist die Fragemöglichkeit dann auch erschöpft. Also ja, man hat auch die Nase voll davon, ne? Informiert. Ja. Nee, die Nase darf man nie voll haben. Man muss schon der Verantwortung gerecht werden als Eigentümer und als Kontrollorgan im Aufsichtsrat. Und von meiner Seite bestand nie ein Zweifel daran, dass diese Aufgaben, diese Sorgfaltspflichten, dass die irgendwo nicht erfüllt gewesen wären. Sie waren erfüllt. Aus Ihrer Kenntnis der Materie, glauben Sie, dass das, was der Herr Medon gesagt hat, als Eröffnungstermin Ende 2017, dass das zu halten ist? Da will ich mich inzwischen nicht mehr festlegen, aber das sind, wissen Sie, das sind so unendliche, so infinitesimale Ja, ich verstehe schon. Das muss irgendwann. Es kann nur ein Wunder geschehen. Ne? Ja, aber nochmal, es gibt schon ein Phänomen in dieser Frage, was Druck wegnimmt. Die Tatsache nämlich, dass die beiden Flughäfen ja laufen. Gäbe es weder in Tegel noch in Schönefeld einen laufenden Flugbetrieb, der ja im Grunde genommen von Ausnahmen abgesehen reibungslos läuft, dann wäre hier ein völlig anderer Druck vorhanden. Im Übrigen höre ich immer wieder, ach, es eilt gar nicht, das mit Tegel stilllegen, da ist man so schnell dort und nach Schönefeld. Da sind wir so zufrieden. Also diese Tegel, Dinge hört man lass natürlich das mal auch laufen. Ja. Öffentlich will das niemand sagen. Und der natürlich. Bayer sagt natürlich, und solange der große Flughafen nicht da ist, macht er uns in München auch keine Konkurrenz. Also, wissen Sie, dieses Argument, da habe ich muss inzwischen schon wieder drüber lachen. Und ich weiß auch, dass Peter Brinkmann das auch nicht zu seiner eigenen Position macht. Wir lachen ja beide ein bisschen, ja, also ja, klar. Nicht ganz ernsthaft. Aber die Frage wird ja immer gestellt. Ja. Und das hat schon wirklich eine verdammt ernste Komponente. Da gab es wirklich mal eine Zeit lang diese bodenlose Unterstellung, die aus dem Großraum München stammende Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer würde absichtlich beim BER bremsen, um den Entwicklungsmöglichkeiten des Flughafens Franz Josef Strauß Flughafens in München nicht irgendwelche Konkurrenten zu bescheren. Also so eine völlig unsinnige Betrachtungsweise. Inzwischen muss ich über diesen Quatsch wirklich lachen. Da sagen die Bayern, denn das können nur die Preußen so denken. Ich liebe die Preußen und umgekehrt ist es ja auch so. Aber schauen Sie, wir brauchen langfristig in der deutschen Luftverkehrswirtschaft, wir brauchen hinreichende Kapazitäten, die man nicht von heute auf morgen schaffen kann. Und neben den ganz großen Drehscheiben Frankfurt und München müssen wir parallel andere Reserven und Optionen und Potenziale vorhalten. Das ist in Köln, das ist in Düsseldorf, das ist in Stuttgart, das ist in Hamburg, das ist in Leipzig, aber vor allen Dingen in der Bundeshauptstadt.
Das ist eine wichtige Aufgabe und wir sehen ja, wenn jetzt zum Beispiel in 2 Jahren der Flughafen in Betrieb geht, wird er in der Größe, wie er das Terminal eröffnet wird, schon wieder an den äußersten Kapazitätsgrenzen angelangt sein. Dann fangen wir wieder an zu planen. Ja, es wird ja jetzt, es muss ja schon geplant werden für das Satellitenterminal, was dann weitere 12 oder 14 Millionen Jahrespassagiere abfertigen kann. Dann warten wir mal ab 2017. Also ich bin mitten im Thema, ja? Sie sehen ja, das. Ja, ich bin ja noch immer voll begeistert. Ja. Sind Sie denn im Bundestag damit noch beschäftigt? Ja, na klar, diese ganzen Luftfahrtthemen sind ja nicht nur eine Frage des Bundesverkehrsministeriums, sondern sie reichen auch weit hinein in das Wirtschaftsministerium und damit auch in die in Zuständigkeiten Ausschuss. Des Wirtschaftsausschusses, mhm. weil hier auch ganz klar Fragen der Luftfahrt und der Raumfahrt angesiedelt sind. Der Vorsitzende der Lufthansa hat auf dem Neujahrsempfang vor einigen Wochen hier in Berlin ja. gesagt, die Luftverkehrssteuer ist ein ganz schlimmes Ding. Die wurde doch unter Ihrer Zeit eingeführt, nicht? Ich habe mich von Anfang an mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Das war in der ersten Juniwoche des Jahres 2010, als die große Sparklausur des Kabinetts angesagt war. Da müssten Milliarden zusätzlich her, entweder durch zusätzliche Einnahmen oder durch eiserne Einsparungen. Schäuble hat das damals, diese Milliarden, die 1 Milliarde sollte das ja bringen, ohne jede Vorankündigung auf den Tisch geknallt. Und das konnte ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Ich habe damals gesagt, ich halte diese völlig einseitige Belastung der deutschen Luftverkehrsunternehmen für grundfalsch. Ich halte es auch heute noch für falsch und es wäre auch überhaupt nicht nötig gewesen, wenn man die Haushaltsentwicklung seitdem ansieht. Aber diese Luftverkehrssteuer ist immer noch da und die Airlines jammern. Air Berlin trifft es ganz hart, Lufthansa ja. natürlich auch, aber Air Berlin ist fast dabei, über den Wupper zu gehen. Wir reden gleich weiter nach der Pause mit Peter Ramsauer, ist der Vorsitzende des Ausschusses Wirtschaft und Energie, war früher Bundesverkehrsminister und in dieser Funktion natürlich mit unserem Flughafen beschäftigt. Aber wir reden nach der Pause weiter über Griechenland, denn das wird ein Thema im Bundestag in dieser Sitzungswoche sein. Bis gleich.